wohl was anderes ausprobieren. Muss wohl was anderes ausprobieren. Wieg da, Mortis. Muss wohl was anderes ausprobieren. Wieg da, Mortis. Versuch mal, was von ihm zu bannen. Und du versuch mal das. Oh, er ist tot. Oh. Edelstein für einen Griff, ein Herz und eine blaue Schutzrune. Hat jetzt alles Kälte und eingesammelt. Auge von Tier. Dieser Edelstein, der dafür vorgesehen ist, das Heft eines Schwerts zu schmücken, ist ein Geschenk des Gottes der Gerechtigkeit und erstrahlt in einem heiligen Feuer. Wenn man den leuchtenden Edelstein in das Heft einer Waffe der Rechtschaffenheit einsetzen würde, wahrlich ein beeindruckendes Werkzeug des Guten einsetzt würde, wahrlich ein beeindruckendes Werkzeug des Guten entstehen, was sich förmlich durch das Böse schneiden würde, das die Reiche in solch vielfältiger Gestalt heimsucht. Ja? Schön. Herz der Verdammten. Das Herz der Verdammten ist ein ausgetrocknetes menschliches Herz. Die Legende sagt, dass während eines Krieges, der schon lange in Vergessenheit geraten ist, eine Festung belagert wurde. Der Herrscher der Festung wusste, dass seine Stellung aussichtslos war. Er wollte nicht zulassen, dass seine Leute versklavt werden würden und tötete sie alle. Als die Belagerer wieder angriffen, fanden sie nur noch den Herrscher der Festung vor, der inmitten der Getöteten stand. Der Herrscher wurde auf dem Scheiterhaufen verbrannt, sein Herz, so sagen die Legenden, widerstand jedoch dem tosenden Feuer. Das Herz ist inzwischen zu einem Artefakt geworden, das von bösartiger Macht erfüllt ist. Vielleicht kann man es ja irgendeinem Zweck zuführen. Na, krass. Und? Wahrschutzschein. Ihr habt ihn auch im Leben schon genug mit hohen überzogenen Steinen gesehen, um zu erkennen, dass euch dieser Stein, den ihr bei den Leichnam gefunden habt, vor den Auswirkungen mächtiger Schutzzauber bewahren wird. Ich erwarte eure Anweisungen. Thorsten erzählt mir mehr davon. Oh, Fallen. Stimmt, hier sind Los, Fallen. Okay. Ihr könnt euch auf mich verlassen. Eingeschlagenen Weg von ganzem Herzen zu. Das Gute wurde aufrechterhalten. Und hier sind Röhren. An denen scheinen da keine Fallen zu sein. Ein stinkendes Loch des Wow. Auf geht's. Also hier lang? Ich werde keine Spalte unerforscht lassen. Oh, cool, ein Leichnamschädel. Meisterdiebestrank. Ja, was immer ihr wünscht. Ist was los? Die bösartigen leeren Augenhöhlen, die euch anzustarren scheinen, erfüllen euch mit Unbehagen. Wenn man dieses Gefäß der Monochromatie mit einem ähnlich bösen Gegenstand kombinieren könnte, das interessante Auswirkungen haben. Ja, zum Beispiel dem hier. Zeit auferstanden. Oh, Munition, das ist okay. Ein stinknormaler Flammentanzring. Pfeile plus 3, Schleuder plus 4 und Bolzen. So, die packen wir mal in den Rucksack. Die Schleuderkugeln plus 4 hebe ich mal auf. So. Fragt nur, wenn ihr es wollt. Okay, dann könnten wir ja jetzt die Gelegenheit nutzen, um zwei Sachen abzugraden. Hey. Und zu rasten. Und uns darüber zu freuen. Vielleicht kann uns ja Kespen auch sagen, was wir
Natürlich. Ich warte, wenn es das ist, was ihr wollt. Mit dem Herz anfangen können. Cespina Stolz, den muss eure... heiliges Rächerschwert, ja? Hübsch das. Ja, ihr könnt den Edelstein für das Heft, das Auge des Tiers mit dem heiligen Rächer für 500 Goldmünzen. Ja, 5000 Goldmünzen kombinieren. Viel besser macht ihn das. Gutes Rezept. Ja, dann okay, mach mal. Bitte zurückgehen. Neues Rezept noch nie probiert vorher. Könnte dreckig werden hier. Wunderschön. Cespina geht wieder an die Arbeit. Oh ja. Viele schöne Sachen finden. Vieles sammeln. Selbst ein mächtiges heiliges Relikt wie Kasumir ist durch das heilige Auge Tiers noch zusätzlich verstärkt worden. Mhm. Der Träger erhält Magieresistenz und kann dreimal täglich Magie bannen wirken. Ist okay. Kampf. Wenn das Schwert einen Gegner trifft, wirkt es Magiebann. Ah ja, das kennen wir ja schon. ETW minus 6. Schaden. 1W 10 plus 6. Also 7 bis 16 Schaden plus 6 gegen chaotisch böse Gegner. Okay, was haben wir noch? Cespina Stolz, den muss eure Sachen durchwühlen. Ja. So schön das. Wunderbar. Ja, los. Okay, bitte zurückgehen. Neues Rezept noch nicht probiert vorher. Könnte dreckig werden hier. Wunderschön. Cespina geht wieder an die Arbeit. Spektralfeuer. Viele schöne Sachen finden, vieles sammeln. Schutz vor Lebenskraftentzug kann eine Spektralklinge herbeizaubern. Das klassische Schwert geht vier Runden lang an der Seite des Trägers von Spektralfeuer und richtet Schadenspunkte an. Einmal täglich durchdringender Schlag, der Träger erhält für drei Runden minus 10 auf ETV 0. Boah, das ist böse. Können wir noch was machen? Ja, den Flegel haben wir nicht. Buch haben wir nicht. Nichts. Okay. Nichts kann nicht sehen, was zu Rezepten passt. Dann keine glänzenden mehr, auch gut. Wieder putzen gehen. Du trägst dann ruhig das. Du trägst das. Ja, euer Wunsch ist mein Begehr. Und ich pack mal das Herz hier und die beiden Herzen weg. Fragt nur, keine große Herausforderung. Dann rasten wir. Nun gut. Und kehren zurück. Was möchtet ihr? Inzwischen an einem anderen Ort mal wieder. Erin, euer Plan ist gescheitert. Eure Diener wurden niedergemetzelt und der Eindringling setzt seinen Weg fort. Mhm. Niedergemetzelt? Und der Eindringling lebt noch immer? Unmöglich. Och. Ich schwöre, es ist wahr, Herrin. Und vergebt mir, Herrin, aber ich muss euch noch etwas sagen. Wenn euch euer Leben lieb ist, hört ihr auf, hier herumzustottern, Hauptmann. Sprecht! Ich habe in Erfahrung gebracht, dass der Eindringling ein Kind Baals ist. Wir werden von Gorions Schützling angegriffen. Nein! Warum hat man mir das nicht sofort mitgeteilt? Sie müssen aufgehalten werden. Ja, Herrin. Wie lauten eure Befehle? Dieses Kind Baals ist viel zu mächtig, als dass ich seine Zerstörung einem inkompetenten Trottel wie euch überlassen könnte, Hauptmann. Ihr habt eure Nützlichkeit erschöpft. Oh, er ist tot. Riaitia, meine Priesterin, zerstört diesen Eindringling. Gorions Zögling darf diesen Raum nicht erreichen. Aha. Ja, Herrin. Ich tue, wie mir geheißen. Unterschätzt die Macht dieser Eindringlinge nicht. Haltet sie auf, koste es, was es wolle. Wenn ihr scheitern solltet, Diaitia, wird euch das Schicksal unseres unglückseligen Hauptmanns hier zuteil werden. Mhm. Natürlich, Herrin Sendai. Ich werde all eure Drow-Streitkräfte gegen unsere Feinde einsetzen. Okay, das heißt, die nächste, die sich mit uns anlegen will,
Was sagt eigentlich so mein Tage? Nix. Ich warte. Gut. Erzählt mir mehr davon. Ich finde es zwar nicht so toll, das ganze Zeug hier rumliegen zu lassen, aber erstens habe ich viel zu viel Geld sowieso. Und zweitens... Oh, das war die Schutzrune. Und zweitens... Dauert es viel zu lange, das ganze Zeug immer ins Einsprengsel zu schleifen. Und dann, es später zu verkaufen. Ich kenne nur Talisa und ich weiß, dass ihr Macht besitzt, aber ihr seid kein Bau. Ihr werdet hier sterben, das ist Sendais Wille. Von solchen Dingen habe ich bereits gehört, doch eure Drohungen sind bedeutungslos. Die Tage eurer Herren sind gezählt. Ich bin das mächtigste aller Baalkinder. Wer seid ihr? Ja, na, ich bin Drow. Wir sind Drow. Widerstand ist zwecklos. Ihr seid klein und schmutzig wie Dreck. Wir müssen Sendai gar nicht behelligen. Ich werde euch vernichten. Geht nur in Ogermachtszimmer, wenn ihr euch traut. Und solltet ihr ihn besiegen, werde ich mich persönlich um euch kümmern. Ich will aber nicht in Ogermachts Zimmer. Ich will das nördliche Zimmer, bitte. Nein, darf ich nicht. Okay. Oh, eure Erdelementare. Wow. Stirb, erwischt! Rache ist mein! Oh! 27 Schaden bei Talisa, das war doch mal ein bisschen aua. Bist du Ogama? Oder Ogamoch? Wer ruft Ogamoch den Erdenprinz? Wenn ich der Gruppe weiter... Ich war, oh, hätte ich auch gemacht. Und Mist. Ja. Au. Der ist ein bisschen böser. Aber ein bisschen sehr viel böser. Okay. Hier ist es einfach zu unheimlich. Ich möchte hier weg. Ja. Klarer Fall von Dengste. Die Natur nimmt das Leben, das sie gab. Ja? Baccio, Baccio, Ferre. Folgt nur, was immer ihr wünscht. Die Dienerin der Natur ist schon erledigt. Wenn ihr es wollt. Erwischt! Wenn ich der... Ich aber gerne. Ich warte. Wenn ich der Gruppe weiterhin von... Ja, schon unterwegs. Natürlich. Ich hätte ich auch gemacht. Hör auf, Yahira zu verhauen. Yahira, kannst du nicht weglaufen. Oh. Gut, neuer Versuch. Keine große Herausforderung. Und auch der letzte für heute. Und nähre die Erde. Bei allem, was anständig ist. Ich kämpfe. Erwischt. Die Stunde wird noch. Ja? Baccio, Baccio, Ferrere. Ja? Ich helfe, wo immer ich kann. Okay. Okay, verstanden. Das war jetzt auf einmal nicht mehr so schwierig. Was immer ihr. Okay, Ogamoch ist tot. Ach, es ist ihr Gemachter offen. Okay. Wahrscheinlich ist sie da drin, aber die kommen wir
töten wir das nächste Mal dann. LP 1.8. Speichern. Und dann sehen wir uns gleich wieder.